Okay, mittendrin bei dem Auftrag. Zeige euch, was ich mache heute. All der Verstopfung ist beseitigt. Da war ich schon einmal. Jetzt ist das zweite Mal verstopft. Damals waren Wurzeln drin. Sehr viel. Und jetzt habe ich heute meine große Artillerie mitgenommen, die Kette. Und die Wurzel muss man jetzt entfernen. Ich bin jetzt im Schacht drin. Zeitgleich. Das ist jetzt der Schacht bei 15 Meter und da haben wir mehrere Stellen mit Wurzeln, die ich jetzt alle entferne. Also da war die eine Stelle, ne? Das ist jetzt sehr harmlos. Bleibt zwar ein bisschen was hängen, unten ist leicht abgelagert, da rechts auch alles voll. Links. Das ist auch nicht so viel, aber jetzt kommen zwei Stellen, da ist ein bisschen mehr Wurzel drin. Und da ist halt mehr als 50% mit Wurzel drin. Das ist eine Muffe und dann kommt noch eine Muffe hier. Jetzt sieht man, dass das Rohr zur Hälfte zu ist. Da kommt der Zulauf vom rechts oben, wird sehr wahrscheinlich, nach Regenleitung. Also und weiter vorne, also das Stück, die letzten 7 Meter, die gehen schon. Heute habe ich meine Konstruktion da. Wenn jemand, weil letztes Mal hat jemand gespült, hat es mir alles rausgedrückt. Und jetzt natürlich, wenn sie spülen, dann bleibt alles drin. Ein guter Vorteil, ja, jetzt sieht man zum Beispiel. Jetzt kommt schon die Kaka. Okay, dann lege ich jetzt mal los und zeige euch ein Ergebnis später, wie das jetzt alles geworden. Jetzt ist alles auf Position. Meine Spirale, alles schon drin. Jetzt können wir mal loslegen. Keine Strom. Jetzt muss man erstmal Strom suchen. Ja, jetzt ist Strom da. Mal auflegen. Wir haben die letzte Spirale, ich habe jetzt vorgeschoben, die letzte Spirale erstmal rein, weil da geht es sehr schwer zum Schieben. Und dann lassen wir Wasser laufen vom ersten Stock oder Erdgeschoss. Und zerkleinern wir die Wurzeln alle. Und dann schauen wir, wie das aussieht. Und demnächst wird das saniert von unserem Kollegen. Dann bin ich auch dabei bei Sanierung und dann kann ich auch eine sehr schöne Aufzeichnung machen. Und jetzt ist die letzte Spirale drin. Schau, ob ich da was habe, ob ich die Wurzel da draußen habe oder nicht. Eine Wurzel dran, alles picobello. So sieht es aus. Okay, jetzt schauen wir gleich die Leitung an. So, jetzt sieht das alles so aus. Natürlich ist noch ein bisschen was drin, aber nicht mehr viel. Da sieht man die weiße Stelle, da war eine große Wurzel drin. Der ist schon entfernt, da ich ohne Wasser gemacht habe, weil keiner zu Hause ist. Habe jetzt nur mit Gießkanne nachgespült.
aber ansonsten im großen Teil, da waren die Wurzeln auch alles sehr gut gelaufen. Hier in dem Bereich hängen noch leicht, aber die sind schon alle klein. Ah, da hängt noch was. Ja, das ist jetzt lockerer. Ah, jetzt sieht man nichts mehr. Ah, ja, jetzt ist die Kamera fertig. Genau, das sind die lose Ablagerungen. Die kann man schon wegschieben. Jetzt holen wir unseren Schlauch. Versucht mit dem Schlauch nochmal reinzufahren. Jetzt bin ich soweit. Jetzt ungefähr Stunde, gute Stunde gedauert. Jetzt legen wir los ab da und schauen unsere Muffen, wie die aussehen. Da haben wir schon mal Rissbildung unterhalb. Okay. Da kommt der Grundleitung, da sieht man schon auch in dem Bereich, dass alles kaputt ist, unterhalb, mit einer Rissbildung. So, und so sieht es jetzt aus, so wie sein soll. Natürlich die kleinere Risse und Beschädigung, die muss man halt dann vom Schacht sanieren. Aber vielleicht ein bisschen Wurzeln sind noch drin. Da sieht man jetzt ganz leicht, aber ganz alle, aber glaube ich nicht weggemacht. Da war ich zweimal mit Kette drin. Hier sieht man jetzt ganz gut, wie die Wurzel von da reingewachsen. Unterhalb ist alles noch gut, aber seitlich ist er komplett kaputt. Machen wir jetzt mal Bogen, da vor dem Bogen alles kaputt. Und da in dem Bogen war auch große Beschädigung. Da kommt der Zulauf vom Regenleitung von oben. Und da unten sind auch Wurzeln. Also in dem Bereich waren massiv viel Wurzeln. Da vorne sieht man, dass die noch leicht hängen. Aber die machen jetzt nichts aus. Das wird dann mit Schlauchleiner oder mit Inliner alles zugeklebt. Und so schaut das alles aus. Genau, in dem Bereich war auch sehr viel. Also das Rohr ist halt zu 99% sehr gut, außer die Wurzeln und die Muffen. Okay. So. Da ist unsere Schacht. Die Arbeit ist erledigt und ich hoffe, dass heute keine Notdienst kommt.